starten. So, ich habe noch gar nicht auf Stream starten gedrückt. Ich laber hier die ganze Zeit schon. So, Dashboard, Twitch. Zitze. Ich habe versucht, aus dem Video schon was rauszuschneiden. Geht nicht aus dem Livestream. Ich habe ihn jetzt schon auf privat gestellt. Das heißt, der Chat ist da sowieso schon weg. Ich schneide das dann nachher raus. Dann gibt es auch keinen Ärger, ne? Das heißt, der Chat ist da sowieso schon weg. Ah, jetzt bin ich da wieder zu hören. Das machen wir aus. So, lieber Discord, wollt ihr mal Hallo sagen zum Chat? Allen einen schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, der Albert ist wieder sehr leise. Obwohl er bei mir auf 100 steht, sehr merkwürdig, aber gut. Guten Abend, Albert und Klaus. Und wir beginnen jetzt direkt mal mit den tollen Themen. Und was ist hier los? Also genau, jetzt muss ich euch ja auch nochmal begrüßen. Ne? Habe ich eigentlich schon gemacht. Heiko, Komm83, Ralf, Dieter, Analoge und Thorsten, Sebastian, Thees, Max, Hide My Ride, der Christoph hat gleich wieder mal 5 Abos rausgehauen. Ne? Das machen wir wieder in einer konzertierten Aktion. Muss ich auch noch hier den Zähler anmachen. Beta-Tester, Michu, Kilroy, Born Electric, der Markus, Gunnar, Sonny Bons, Hamoka, Luk de Hees, Tom, Duck, Warzenschweinchen, Warzenschweinchen, cooler Name, IPX74, Tobias, Frank ist da, Space Colony, Johnny, Hampes01, Schnellzug, ne? Roga1343, Kim, Artigo, etc., etc., alle will ich jetzt nicht nennen, ne? Sonst dauert der Stream zu lang. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. So, liebe Freunde, ich hatte schon mal versucht, aus dem Livestream das rauszuschneiden. Mit dem Kia EV9 ist es mir leider nicht geglückt. Ich habe ihn jetzt offline genommen und ich lösche auch wieder die Nachricht, die ich dem Steffen geschickt habe. Moment, so, Nachricht löschen. Löschen. So. So. Und jetzt gucken wir nochmal, ob was wichtig ist. Hat geheime Geheimnisse verraten? Genau. Naja, so geheim war es jetzt nicht, glaube ich. Aber gut. Wir wollen das respektieren, ne? War nichts los, Wadenschweinchen. Nicht wirklich was Wichtiges. Bennomat hat keinen Strom. Das ändern wir jetzt direkt. Zack, bumm. Bennomat. Hat Strom. Alles gut. Ja, ihr seht das. Passt also. Wir können weitermachen. Genau. Und jetzt ist die Frage, wollen wir direkt mit Elektroauto-Themen weitermachen oder wollen wir hier erstmal gucken und das Ganze zusammenbauen? Wir sind ja hier auf Twitch, kann man natürlich machen, was man will, ne? Keine Frage. Und da könnte ich jetzt auch schnell mal bauen, wenn ihr mir das zutraut. Und ich müsste das halt auch irgendwie einrichten, damit man was sehen kann. Ne? Müsste ich eigentlich hier umbauen. Lego-Stream, kein Lego. Also, wir machen eine Umfrage. Wir machen das demokratisch, ne, nicht, dass es hier nachher irgendwie Ärger gibt. Poll. Lego basteln. Ja, nein. So, dann machen wir jetzt Startpoll läuft eine Minute, das muss reichen, ne? Von wegen 5 Stunden, das ist in 5 Minuten, müsste das eigentlich aufgebaut sein. Jetzt gucken wir mal, wie ihr abstimmt. Deshalb haben wir jetzt die Umfrage gemacht. Also wir haben eine Nein und schon 15 Ja-Stimmen. Ne? Einige wollen scheinbar sehen, wie ich überfordert bin damit. Ne, wir warten. Wir warten. Ich kann aber derweil mal... Moment, wo habe ich noch mal... wo habe ich denn noch eine Kamera, die ich jetzt schnell holen könnte? Ach, andererseits kann ich ja die Subble-Cam kann ich ja nehmen, ne? Die Subble-Cam kann ich ja nehmen, falls das jetzt 78% scheinen dafür zu sein. Also, wir machen hier schon mal ein bisschen weg. So. Dann können wir nämlich hier schon mal... Moment, das habe ich hier. Kann ich auch direkt den Ausschnitt sehen, ohne dass ihr es sehen könnt? Genau. Dann kann ich das hier nämlich einfach... Ja, kann ich so machen. Also, das haben wir schon, dass es passt. Also, es sind 78% dafür, Leute, ne? Das heißt, da müssen wir uns natürlich der Mehrheit beugen. Und deshalb werden wir jetzt hier entsprechend... Moment, wo ist es? Werden wir hier aufbauen. Da haben wir schon mal... Moment, da mache ich hier auch jetzt erstmal den... mache ich den Praktikanten aus. Und mache auch Zebra und so weiter aus. Wo ist Zebra? Piratenflagge. Und da ist Zebra.
machen wir mal alles aus, ne? Und ich blende oben rechts nochmal meine Kamera ein. Moment, das machen wir hier so. So, wo ist die Kamera? Da. Kopieren. Und die fügen wir jetzt da mit ein. Einfügen. So. Und dann habt ihr mich jetzt im... aber das machen wir auf die andere Seite. Ich glaube, das ist besser. Ist das da besser? Nee, ist egal. Ne? Ist eigentlich egal. Machen wir hier ein bisschen kleiner. So, dann seht ihr mich jetzt. Also die Mehrheit wollte Lego. Hole ein paar Schüssel für die Teile. Ach Quatsch, das kriegen wir doch so hin. So, und das könnte ich ja dann auch verlosen. Ne? Kann dann jemand gewinnen? Moment, wir machen noch ein bisschen nach hinten. Ich hoffe, man hört mich trotzdem noch. Ja, man wird mich trotzdem noch hören. Und wir essen hier auf. Ich gehe mal davon aus, dass es so aufgeht. So. Ach du Scheiße, wie viele Teile sind denn das? Ach du großer Gott. Da brauche ich ein halbes Jahr dafür. Das hier ist die Bedienungsanleitung, Leute. So dick ist die. Das soll ab 5 Jahre sein. Kann mir nicht vorstellen. Also es geht schon mal los mit dem Männchen. Wo ist das Männchen? Das hier ist wohl das Männchen. Ist das das Männchen? Da ist zumindest ein Kopf drin. Machen wir erstmal das Männchen auf. Ne? Mal sehen. Das sieht aber irgendwie gar nicht aus wie ein Männchen. Die Teile sind durcheinander. Weil hier ist eine Mütze drin. Ein Kopf. So, wo ist... So. Mütze machen wir richtig rum drauf. Wo ist der Körper? Der Körper ist da gar nicht drin, der Körper ist im anderen. Hier ist der Körper. Was ist denn das für ein Käse? Das ist ja voll verwirrend. Da ist auch das Lenkrad. Ich glaube, wir könnten ein bisschen was erkennen. Und was ist das? Was ist denn das da? Merkwürdig. So, hier ist der Kopf. Wo war jetzt der Körper? Ich habe deinen Körper gerade noch gesehen gehabt. Der Oberkörper war doch da. Ne, der ist da. Komm, mach mal alles auf. Warum systematisch vorgehen, ne? Profis sortieren die Teile. Ach, Profis. Ich bin Profi. So, also, Papier können wir schon mal wegtun. Ich mache das hier alles, wie viele Teile sind das? Das sind 5000 Teile, ne? So, da ist schon mal der Oberkörper. So, jetzt brauche ich die Beine. Da sind die Beine. So, Männchen ist schon, halt so rum. So, Männchen ist fertig. Tja, von wegen der Michi kann das nicht, ne? Machen wir hier hin. So, Männchen passt. So, brauchen wir das. Dann ein graues Teil. Das hier, ne? Ja. Das kommt in die Mitte. So, hier, ich bin schon bei Seite 2. So, jetzt wissen wir auch, wo das drauf kommt. So, dann... oh, ich bin so schnell, Leute. Das wird schneller gehen, als ihr bis 10 zählen könnt. So, wo ist das Teil? Das ist hier. Ich bin ja echt... Das ist genial. Von wegen. Der Michi kriegt kein Puzzle für 5-Jährige hin. Machen wir hier hin. So, wir brauchen die Platte. Da kommt jetzt das Gelbe hier drauf. Es geht richtig schnell, Leute. So, da kommt jetzt... ist noch so eine Platte. Mir fehlt ein Teil. Ah, da ist es doch. So. Das kommt jetzt damit dran. Und das ist die Ladesäule ist schon fertig, Leute. Da ist die Ladesäule, ne? Oh, der Nico hat 10 Abos geschickt. Also, wie gesagt, wir machen das in einer konzentrierten Aktion, Nico, ne? Der Stream geht bis Ostern 2024. Wir sind doch schon weit. Wir sind schon auf Seite 11. So, jetzt brauche ich das Solarmodul. Das ist hier. Das machen wir oben drauf, ne? Damit die Ladesäule auch mit Strom versorgt wird. So, und jetzt geht's schon ans Auto. So. Also hinten brauche ich ein graues, so eine Plattform. Die fehlt! Hier fehlt ein Teil. Warte mal, wie sieht denn das aus? Das sieht ein bisschen höher aus und grau. Ist das das hier? Nee. Das ist nett. Das ist nett. Ein graues Teil. Das graue Teil fehlt. Ich habe es da vorhin noch gesehen gehabt, oder? Hier fehlen Teile. Da ist auch in der Mitte irgendwas frei. Ach, guck an, da ist es. Es fehlen keine Teile, ist alles da, Leute. Sieht nur hier ein bisschen merkwürdig aus. So, dann brauchen wir hier
die Seitenteile. Da noch ein Seitenteil. So, dann brauchen wir so ein Teil, halt drei Stück. Drei. Ist das das Richtige? Das muss das Richtige sein, ne? Ja, das gehört hier davor. Halt, andersrum. Halt! Das haben wir auch. Wir sind schon auf Seite 16, Leute. So, jetzt brauchen wir das Lenkrad. Das Lenkrad habe ich auch schon gesehen. Das ist hier. Wir brauchen den Sitz. Das ist hier. So, dann brauchen wir das Teil. Das kommt hinter den Sitz. So, Seite 17. Seite 18. Jetzt kommt hier der Auspuff dran. So, dann brauchen wir die Jungs. Die kommen da dran. Und das andere da dran. Ist doch super einfach. Guck mal, wie schnell das hier geht. Seite 19. Seite. Da. Das kommt jetzt hier hinten drüber. Ich nicht alles täuscht. Ja. So, dann blau. Kommt nochmal hier hinten drüber. Ne, geht ja gar nicht. Das geht doch gar nicht drauf, oder? Doch, geht sogar drauf. So, und dann brauchen wir hier so ein blaues Teil. Kommt hier hinten drauf, warum auch immer. Was das für ein Käse ist. Ne? So weit sind wir bisher. Also ihr seht, es wird schon. So, jetzt kommen die Radhäuser. Die kommen hier hin. Noch ein Rathaus. Dahin. So. Jetzt brauche ich dich. Einmal rückleuchten. Zweimal rückleuchten. So, was noch? Aha. Seitlich die Teile. Zack. So, dann brauche ich so ein längliches Teil. Das hier. Das kommt dahin. Leute, das geht doch wirklich schnell jetzt. Lieber Discord, sag doch auch mal was. Das ist doch Wahnsinn, oder? So. Das gehört jetzt da dran scheinbar. Ja. Ach, das Schwarze gehört noch unten dran. Die Schwarzen. Zack. Und zack. Das geht schnell, Leute. Ist vielleicht ein Wasserstoffauto und das ist ein Solarwasserstoff-Standoid. Was? Standoid? Was ist denn ein Statuin? Statuin, keine Ahnung. So. Jetzt hier hinten die grauen noch drüber. Warum kann man das nicht einfach fertig kaufen? Warum muss man sich hier die Arbeit machen? So, dann die Batterien plus nach hinten. Ne? Ja, plus nach hinten, noch eine Batterie. Plus nach hinten. So, dann hinten gehört so ein Teil drauf mit sowas. Genau. Sind auf Seite 27, Leute. Es kann nicht mehr lang dauern. So, die Jungs gehören hier hin. Das könnten wir doch fertig zusammengebaut ausliefern. Das wäre doch viel sinnvoller. So, jetzt brauchen wir noch die. Die kommen hier hinten drauf. Was soll das eigentlich sein? Keine Ahnung. So. Haben wir auch. Mhm. Das kommt jetzt auf die gelben. Tja. Okay. Jetzt brauchen wir die. Und so rum. Auf der anderen Seite das gleiche. Ihr seht, ich gebe mir Mühe, dass es wirklich schnell geht. So, Seite 31. Ich finde das total beeindruckend, wie ich hier durchkleide. So. Seite 27 ist so viel für sowas Kleines. Ja, ja. Guck mal, wie viele Teile das auch sind. Und das soll ein Fünfjähriger? Das geht überhaupt nicht. Das muss ja ein Genie sein. So. Hä? Dahin? Sicher? Sieht so aus, als wäre das so. Das ist ja auch ein bisschen doof gemacht hier. Mhm. So, wahrscheinlich bleiben am Ende bei mir Teile übrig. Zumindest könnte ich mir das vorstellen. Man braucht ja auch nicht alles, ne? Man soll ja wie der Elon versuchen, möglichst Teile einzusparen, ne? So, das ist wahrscheinlich die Wärmepumpe. Seite 36.
So. Aha. Nochmal Rathäuser. Ich glaube, noch nie hat jemand so ein Auto so schnell zusammengebaut wie ich. Das ist bestimmt der Weltrekord hier. Und keiner meldet das beim Guinness Buch der Rekorde an. So, die kommen hier hin. So. Das kommt hier hin. So, das kommt da davor. Na? Seite 41, Leute. Da, oh. Nicht lösen, bleibt dran. So, das kommt hier hin. Ja, wofür ist dann der eine mittlere Stein? Keine Ahnung. Den sieht man ja gar nicht mehr. Da haben sie extra eine Farbe gemacht, ne? So. Jetzt kommt der schwarze auf den gelben. Oder wie? Ja. Jetzt sagen sie aber noch mehr Teile. Da bin ich mal gespannt. So. Jetzt kommen die Teile hier oben drauf. Ne? 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 Da oben drüber kommen jetzt wieder die, warum auch immer. Ich verstehe überhaupt nicht, was das hier sein soll. Wie lange bauen wir schon zusammen? So, da muss nach vorne. Nochmal nach vorne. So. Das gehört jetzt einfach hier so drauf. Okay. Okay, haben wir auch. Seite 46. Also ich verstehe nicht, warum das so komplex sein muss, wenn dann am Ende sowieso nur die Hälfte zu sehen ist. So. Da drauf. Da drauf. Ich habe bestimmt Teile übrig. So. Seite 48. Jetzt kommt der Heckflügel. Oh, der ist sogar höhenverstellbar, Leute. Der Heckflügel ist höhenverstellbar. Halt. Ne? Also für ein Otto eher so mit viel Windwiderstand und für mich für hohe Geschwindigkeiten. So. Jetzt brauche ich diese Kapsel. Okay. Einmal. Ja, aber warum mache ich die denn schon drauf? Der muss ich doch noch reinsetzen, der Typ, oder nicht? Oder setzt sich da gar keiner rein? So. Das ist erledigt. Jetzt die Reifen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob sie laufrichtungsgebunden sind. Ne? Gehen wir davon aus, dass sie das nicht sind. Und das kann ein Fünfjähriger. Okay. Erstaunlich. So, und jetzt muss ich die hier draufstecken. Ist gar kein Elektroantrieb. Da hat der AHA wieder gespart. So, jetzt noch. Jetzt wollen sie, dass man es wieder runternimmt. Was soll denn der Kack? Jetzt kommt auch alles runter. Ganz toll. Ich habe Teile übrig, Leute. Ich habe Teile übrig. Sind das Ersatzteile oder was? Kann sowas sein, dass da was übrig bleibt? Da bleibt was übrig. Ist das normal? Kann da bitte mal sich jemand äußern? Ja, es kommt ab und an mal vor, dass das übergepackt ist. Und ich habe zum Beispiel zwei Ladekabel, ne? Die Ersatzteile kannst du beim nächsten Mal bauen, verwenden, okay. Da bleibt immer was übrig, das wusste ich echt nicht. Da jedes 1x1-Teil ist in Reserve einmal da, okay. Doch meist sind ein paar mehr, okay. Wenn ich die jetzt aufheben will, ne? Bin ich clever. Pack das alles ins Auto rein. Inklusive Ladekabel. So. Aber das war's jetzt. Was kostet sowas, haha? Wir gucken mal, was das kostet, was der haha ausgegeben hat. Das kann ja nicht viel sein, ne? Vielleicht 5 Euro? 7,99 Euro? Macht mal einen Tipp, was ihr glaubt, wie viel das kostet. Irgendwie fehlt da oben auch noch was. Hier oben müsste normalerweise noch was drauf sein, ne? Da.
Die Ersatzteile verklemmen jetzt das Bremspedal. Ja, also das hier, ich schalte mal auf groß. Also vielen herzlichen Dank, lieber Aha. Da seht ihr jetzt mal das Auto. Ne? Hier, wie gesagt, mit höhenverstellbarem Spiegel. Mit oder ohne Rabatt 29,99, schreibt der Analogon. Und hier ist das Männchen. Ne? Das können wir ja oben drauf stellen. Zack. So, das stellen wir erstmal hier vor die Burg. Komm her. Aber das ist dann schon ein bisschen zu viel Spielzeug vielleicht. Ne? Denken die Leute jetzt wirklich langsam, er dreht durch. So. Okay, das haben wir erledigt. So, Lego. Und jetzt gucken wir mal, was das Ding kostet. Weil das interessiert mich jetzt wirklich mal. So. Also, 29,99 sagt der nette Motorenbauer, der Martin. Beta-Tester sagt 20 Euro, mein Tesla 15. Warzenschweinchen 15,99. Jetzt gucken wir mal. Amazon. Weil von Amazon kam es ja. Lego. Ich nehme mal an, wenn ich die Nummer eingebe. Ich warte dich dran. Ich warte dich dran, Leute. 8,27 Euro. Mit 7,99 war ich gar nicht verkehrt, ne? Aber ich finde trotzdem, ich weiß nicht. Obwohl, 8,27 Euro, ne? Kann man vielleicht sogar machen, ne? Und hier 386 Bewertungen und hat insgesamt 4,6 Sterne bekommen. Okay, was schreiben die Leute denn darüber? Dieser Elektrosportwagen ist quasi der Tesla unter den Lego-Autos. Die E-Autos halten ja schon eine Weile Einzug in den Klemmbausteine-Welt und mit diesem futuristischen Exemplar ist es eine wahre Freude. Und hinzu sogar gleich noch moderner, denn die Ladestation nutzt Solarpanel. Innovativ ist nicht nur, das soll eine Bewertung sein? Innovativ ist nicht nur dieses, sondern man hat zudem auf Sticker verzichtet, heißt die Details sind tatsächlich bedruckt. Auf lockeren 52 Seiten wird das Ganze recht kleinschrittig angeleitet und zusammengebaut. So finden die 95 Teile schnell und einfach ihren Weg an den rechten Fleck. Ein paar Kleinigkeiten, die auffallen, gibt es ja immer. So liegen die Scheiben lose bei. Man ärgert sich über Kratzer und zugunsten der Aerodynamik wurde auf Türen, Außenspiegel, eine klappbare Frontscheibe verzichtet. Und unser kleiner Elon muss auf halbliegend fahren. Ansonsten lässt sich das ganz super bespielen. Der Flitzer rast über den Boden und unsere Kinder und Papa haben viel Spaß. Sehr zu empfehlen als Mitbringsel, Geschenk und Aufmerksamkeit. Also die Leute scheinen begeistert zu sein. Was sagt ihr dazu? Ist das jetzt gutes Lego oder ist das schlechtes Lego? Ich kenne mich nicht aus mit dem Kram. Weißt du, früher hatten wir einfach nur einen riesigen Haufen von Lego. Das waren gar keine richtigen Modelle, glaube ich. Neben deiner Tastatur liegt noch was? Nö. Nee. Alles weg. Das war nur noch mein Pony-Sticker, der da noch lag. Okay, wir machen erstmal hier wieder zurück. Sehen, was ihr noch schreibt. Das Männchen gehört natürlich mit Ladekarte an die Ladesäule, sagt der Jordan's Coconut. Okay. Bei Lego gibt es doch nicht so 130 Euro, oder? Aber es sieht aus, als wäre es Original-Lego. Ha? Lego City. Lego City. Eindeutig. Das ist von Lego. Da kriege ich jetzt auch, glaube ich, keinen Ärger mit dem Stream. Ne? Cobra Verde meint es 6,76 Euro. Da fehlt aber der Ladesäulen-Display-Ablese-Daunen-Schlafsack. Ja, der eine oder andere wird sich noch erinnern. Ne? Da hatte ich ja so meine Erlebnisse mit Allego. So, Prost. So, jetzt gehen wir noch mal durch ein paar April-Scherze. Ne? Weil auch gerade hier wieder von Sono Motors die Rede ist, ne? Da gab es ja auch ein paar Scherze. Moment. Also Punkt A, ich mach's. Na doch, das mache ich als Schnitzer der Woche. Weil da kommt was mit Tesla. Das kann man immer gut verkaufen. Da freuen sich die Leute. Wir gehen mal auf Sono Motors. Da. Sono Motors. Genau. Also die haben geschrieben, das ist es lustig oder nett, also der Dirk Himmelmann zum Beispiel findet es nicht lustig, der regt sich darüber auf, dass ich so mich über Sono Motors lustig mache, aber ich bin nicht der Einzige, ne? Lego macht immer Spaß, sagt mein Tesla, Bewertung hört sich nach ChatGPT an. Thorsten, ich
glaube auch, dass das keine echte Bewertung. Das hört sich echt nach ChatGPT an, ne? Das könnte automatisiert sein. Naja, ob Logo generell was Gutes hat, kann man drüber streiten bei der Verpackungsflut. Ob Lego was Gutes hat. Okay, Lego ruiniert gerade seinen Ruf mit den Klagen gegen andere Klemmbausteinhersteller beziehungsweise eher die kleinen Händler, die auch anbieten. Ja, was soll ich sagen? Die werden sich damit aus dem Markt kicken wahrscheinlich. Da gibt es ja auch den Held der Steine, der da aufpassen muss, dass er nicht Klemmbausteine als Lego bezeichnet, die gar kein Lego sind. Ne? Musst du wohl vorsichtig sein? Musst du dir mal vorstellen, so was Aviges. Aber in dem Fall darf ich Lego sagen, weil es wirklich Lego ist. Ne? Haha, einzig sagt, ist Lego, der Preis ist fair für Lego, schreibt da Ipix. Bei Lego auf der Webseite 9,99 €, also lag ich mit dem Rabatt ja gar nicht schlecht. Analogon, hervorragend geraten. So, aber ich zeige euch das jetzt nicht von Golem, weil die haben auch ein Fotobild, Meet Journey, also da hat jemand einen Photoshop gemacht. Ich packe euch das mal in den Chat, ihr könnt euch das selbst mal anschauen. Ne? Und zwar haben die getitelt Porsches Masterplan hinter dem Verbrennerkompromiss. Ne? Der Sportwagenhersteller will künftig E-Fuels direkt im Fahrzeug produzieren, dazu übernimmt Porsche das strauchelnde Start-up Sono Motors. Also witzig ist es ja schon, ne? Aber der ein oder andere Sono Motors-Anhänger findet es wahrscheinlich nicht so witzig, könnte ich mir vorstellen. Ne? Also Informationen, die Golem vorlegen, will Porsche die E-Fuels nicht mehr nur in Chile produzieren, wo es ja auch Probleme gibt, nur mit staatlichen Auflagen, ich glaube, die lassen es wieder, ne? Sondern sie haben jetzt auch ein Verfahren im Auge, das sich Direct E-Fuel Production nennt, DEP, und dafür brauchen sie die Technik von Sono Motors und die Technik kann dann auch für klimaneutrale Ölheizungen und Wärmepumpen genutzt werden. Also es werden alle Probleme werden damit gelöst, so wie es ja auch von Sono Motors propagiert wurde. Ne? Die Meldung kam gestern. Ja, die Meldung kam gestern als Aprilscherz. Und wie gesagt, nicht jeder findet halt das Sono Motors Gebäsche lustig. Ich muss zugeben, ich finde es lustig, weil es keine Demut bei dem Unternehmen gab. Zu keinem Zeitpunkt. Es kam mir immer so vor, als wäre das aus so einer abgehobenen Position heraus, das Handeln. Und als würde der Realitätsbezug so ein bisschen fehlen. Das ist aber nur mein Eindruck gewesen. Kann auch sein, dass ich daneben lag. Ne? Für die wenigsten Beobachter war nachvollziehbar, warum sich FDP so vehement für die E-Fuels eingesetzt hat. Denn E-Fuels sind ja kaum verfügbar, schreibt Golem. Und dann auch teuer, viel Energie und so weiter. Doch die Partei wurde offenbar schon vor einiger Zeit vom Porsche-Chef Oliver Blume über diese revolutionären Pläne in Kenntnis gesetzt. Die künstliche Intelligenz machte das möglich. Der DEP-Verfahren ist durch die jüngsten Revolutionen der Computertechnik, denn die erforderlichen Nanostrukturen ist ja auch mal gut. Und Machine Learning hätten sie hier noch dazu nehmen müssen. Sie haben KI geschrieben, aber Machine Learning hätten sie, wobei KI steht in dem Fall wahrscheinlich für Machine Learning, denn die erforderlichen Nanostrukturen und Materialien der Katalyseprozesse wurden mithilfe einer künstlichen Intelligenz berechnet. Okay, und dann haben sie halt ein Porsche, ja, wie soll ich sagen, hat ein Meet Journey, hat ein Porsche-Foto entwickelt oder gephotoshoppt, wo so ein hässlicher 911er mit so einer matten Solarhaut praktisch zu sehen ist. Ne? Also auf jeden Fall wurden durch die Ermittler da wohl zunächst sämtliche Forschungsergebnisse von Nobelpreisträgern in Physik und Chemie gefüttert, und nachdem die KI damit drohte, sich aus Verzweiflung über die unlösbare Aufgabe selbst zu zerstören, mussten wir einen anderen Weg gehen, etc., etc. Ich will aber jetzt nicht darauf direkt alles eingehen. Ne? Es ist halt auch einiges an, ja, sehr, sehr bemühter Humor, ne? Aber teilweise auch witzig. Ne? So ist das ja bei mir genauso. Die Anschaffung eines E-Fuel-Verbrenners mit bis zu 10.000 € zu unterstützen, hat der Lindner zugesagt. Vorhandene Golfcaddies mit Elektroantrieb dürfen auf solchen Golfplätzen weiter genutzt werden. Also hier ist ganz viel Info. Und dann Nachtrag vom 1. April 2023. April, eine Nachforschung von uns bei ChatGPT hat ergeben, dass es wohl keinen Masterplan von Porsche hinter dem Verbrennerkompromiss gibt. Muss man wirklich darüber dann aufklären? Wenn keine Intelligenz dabei ist, immer nimmt man KI, sagt der Kim, okay.
Vehicle to Öltank, sagt der Thorsten. Der Bernhard sagt ja, wozu auch immer. Volker schreibt, so eine Motors ist mir egal, aber wegen der, die da ihr sauer Erspartes angezahlt haben, hat der April-Scherz schon einen üblen Nachgeschmack. Also Volker findet den April-Scherz auch nicht lustig, ne? Das so eine Motors-Gebäsche. Kann aber so viel kommen, da kommt in den nächsten Wochen auch noch ein bisschen was, ne? Wo auf Sono Motors oder über Sono Motors unter Umständen ein bisschen kritisch berichtet wird und vielleicht taucht da auch jemand, vielleicht jemand auf, den ihr ein bisschen kennt. Ne? Gucken wir mal. Jetzt fehlt nur noch, dass das Video von Punkt, Punkt, Punkt einer April-Scherz ist, dass man per App Ladeleistung verkaufen kann. Nein, wollte schon die Ladeleistung der anbieten. Aha, okay. Ja, also ich muss ehrlich zugeben, ich habe ja auch ein Video online gestellt am 1. April über den MG5 und meinen Ergebnissen bei kalten Außentemperaturen und bei wärmeren Außentemperaturen, wie sich da der Verbrauch verändert. Und da haben wir sogar ein paar drunter geschrieben, toller April-Scherz. Das ist aber gar kein April-Scherz, weil ich persönlich diese April-Scherze, muss ich ehrlich sein, ich finde es nicht witzig. Ich finde es einfach immer, wenn was zu einem bestimmten Datum erfolgt und so ein bisschen gezwungen wirkt, finde ich persönlich das nicht mehr witzig. Liegt vielleicht auch daran, dass die Witze nicht von mir kommen und ich nur meine eigenen witzig finde. Aber ich kann dem nichts Witziges im Großen und Ganzen dem 1. April abempfinden. Und dann wirst du teilweise auch verarscht, wenn du dran denkst, das ist der 1. April. Und deshalb, nicht immer ist alles witzig. Und ich kann auch verstehen, wenn da ein paar Sono Motors Anhänger nicht begeistert sind, wenn Golem solche Witze macht. Oder wenn der Michi ein paar Witze macht. Ne? Ich finde es total lustig, schreibt der IPX74. Ne? Humor ist individuell. Da gibt es keine Pauschale. Es ist was nicht lustig, sondern es heißt immer nur, ich finde es nicht lustig. Weil, wie gesagt, es gibt auch Leute, die lachen über Phipps Asmussen-Witze. Ne? Oder über, wie heißt der, Atze Schröder. Oder wie heißt der, Freundin, kennst du. Wie heißt der nochmal? Ah, der hat auch mal über E-Autos, glaube ich, gehetzt und fährt jetzt auch Tesla. Wie hieß der denn nochmal wieder? Mario Barth. Genau, gucken wir mal, ob der jetzt Tesla fährt. Mario Barth, Tesla. So, Moment. Das nenne ich mal Tarnung. Weiß einer, was für ein Tier das ist? Watson, was hat sich mal nur dabei gedacht? CO2. Gibt es da irgendwas von, dass der jetzt Tesla fährt? Leipzig, Gästekarten, alles Tesla-Fahrer. Scheinbar doch nicht. Vielleicht habe ich da was Falsches. Mal sehen, gibt es da was in den News? Blauer Haken. Rote Bank. Mario Barth, das sind die alten Geschichten, ne? Fährt wohl doch kein Tesla, ne? Flughafen Tesla und BER? Ne, also ich finde nichts. Also es kann sein, dass ich mich da täusche. Atze Schröder hat mal Wikipedia verklagt, weil da sein echter Name stand. Ja, das ist halt, der hat ja auch die Perücke auf, damit er nicht erkennbar ist. Und ich glaube, wenn er die Perücke nicht auf hat, ist der auch nicht erkennbar. War das nicht die da nur? Der auch. Viele Komiker haben sich schon zum Elektroauto negativ geäußert. Und dann gibt es auch eine Dame, die immer einmal die Woche in so eine Art Klosse macht. Die erzählt teilweise auch einen Käse, zumindest nach meiner Meinung, aber ist auch wieder Geschmackssache. Ne? Vielleicht liege ich ja auch falsch. Atze Schröder fährt Porsche, ja, der fährt, ich glaube, der fährt wirklich einen 911er. Ich glaube, das fährt nicht nur seine Kunstfigur, sondern ich glaube, der hat echt einen 911er. Ja, ich würde Wikipedia auch verklagen, wenn da mein Name, mein echter Name auftauchen würde. Ne? Ich heiße ja in Wirklichkeit gar nicht Michael Schmidt, ne? Nee, Frau Gruber halte ich jetzt auch nicht für besonders wie formuliert man das? Für über ja, bin ich jetzt auch kein Riesenfan von? Sagen wir es so. Ja, das ist sie. Genau, Sarah Bossetti, die meine ich. Also, noch was, wo ich eigentlich denke, das hat in Deutschland nur ein geringes Potenzial, aber es zeigt sich, dass ein Elektroautohersteller daran festhält, obwohl er der Einzige ist, der es nutzt. Und ob sich das lohnt bei der Anzahl von Fahrzeugen, ist es echt schwierig. Und zwar handelt es sich um unser aller Lieblingsautohersteller, wobei meiner ist es nicht, weil die auf meine Anfragen nicht reagieren, um NIO.
Und das hat mich echt überrascht. Die haben ja totale Probleme im Moment. Also ich habe von denen auch mir mal als absolute Fehlentscheidung ein paar Aktien gekauft. Vor langer, langer Zeit. Wir können mal gucken, wie die stehen. Weil ich halt die Hoffnung, ich habe auch von Xpeng ein paar Aktien. Ne? Ich versuche mir ein Depot aufzubauen, was hoffentlich zukunftsträchtig ist, aber es gelingt mir irgendwie nicht. Wir gucken gerade mal, wie NIO steht. NIO. Also bei NIO bin ich mit 58% im Minus. Ne? Glücklicherweise investiere ich immer nur so rund 500-600 €. Das heißt also, es ist jetzt nichts wirklich Dramatisches. Insgesamt bin ich mit dem Depot ja auch ein Plus. Aber es ist trotzdem natürlich was schmerzt. Und dass die in Deutschland auf Wechselstationen setzen, ist für mich, ich weiß nicht, mir fehlt wieder mal der intellektuelle Zugang. Und zwar schreibt elektrif.net, ich packe euch den Link mal in den Chat. Da ist der Link. NIO funktioniert in China, wo die Tauschstationen massiv gefördert wurden. In Europa gebe ich dem System wenig Chancen. Also Liquor scheint meiner Meinung zu sein. Also der Autohersteller NIO plant bis zum Ende dieses Jahrzehnts allein in Deutschland etwa 40 Batterietauschstationen. Wer soll das benutzen? Nur NIO hat dieses System. Es ist für mich, verstehst du nicht, da das sogenannte Power Swap Station ein Alleinstellungsmerkmal des Herstellers sind, will NIO so auch seine Marke bekannter machen? Ja. Hohe Ladeleistungen sind, glaube ich, die Zukunft für Luxusfahrzeuge. Also das zumindest hat der Ralf Kranz, seines Zeichens Deutschlandchef von NIO, gesagt, anlässlich der Eröffnung des NIO-Hauses in Frankfurt. Weitere Zwischenziele oder Standorte nannte Kranz laut dem Bericht der Automobilwoche nicht. Derzeit sind in Deutschland zwei dieser Stationen im Betrieb. Im Ladepark Seed & Creed in Hilden und im Sortimo-Ladepark in Zusmarshausen nahe Augsburg. Eine dritte Station in Berlin soll folgen. Wie gesagt, wie soll das funktionieren? Reichen dann auf 40, damit man als NIO-Fahrer, da kommt man auch nicht durch Deutschland, ne? Da muss man zwischendrin dann sowieso laden, was ja auch geht mit den Fahrzeugen. Gott sei Dank, du hast ja beide Optionen, ne? Für den weiteren Ausbau hat NIO, wie berichtet, eine Kooperation mit ENBW geschlossen, um bis zu 20 ENBW-Schnellladestandorte in Deutschland mit seinen Batteriewechselstationen auszustatten. ENBW weiß ja, wie man es macht, ne? Ich weiß nicht, was die dazu bewegt, da zu kooperieren. Die werden da irgendwas sehen drin, ich weiß es nicht. Zunächst sollen die beiden Standorte Herleshausen, da fahre ich dann auf jeden Fall vielleicht mal hin, und Großburg-Wedel mit den sogenannten Power-Swap-Stations ausgestattet werden. Der Fokus liegt aktuell noch darauf, unsere Marke bekannter zu machen. Laut der Automobilwoche sind weitere Stationen in Leipzig, Regensburg und Waldlaubersheim geplant. Bereits Ende 2023 will NIO europaweit 120 solcher Stationen aufgebaut haben. Wie gesagt, das ist ja ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn du Langstrecke machen willst. Ne? Du kannst Gott sei Dank CCS laden und die Autos laden wohl auch ganz ordentlich. Und es hat sich da auch schon gezeigt, mit den 5 Minuten zum Akkuwechsel, das reicht auch nicht. Und da kannst du doch auch 10 Minuten dein Auto laden und ja, bist halt nicht bei 100%. Aber wer hat denn da, war das bei uns im Discord oder war das auf Twitter? Da hat auch jemand das mal gepostet, hat irgendwie NIO getestet und dann waren in der Wechselstation gar keine vollen Akkus verfügbar, sondern auch nur mit 70%, 60% oder so gefüllt. Also auch kein Vorteil gegenüber dem normalen Laden. Ne? Bei NIO House handelt es sich um eine Mischung aus Showroom. Okay, das sind diese Verkaufslocations. Die neue Niederlassung in Frankfurt ist nach Berlin das zweite NIO-Haus. Weitere deutsche Standorte in Düsseldorf und Hamburg sind in Planung. Wir sind stolz mit der Öffnung des zweiten NIO-Hauses Frankfurt. In Frankfurt am Main das NIO-Leitmotiv von Innovation und Connectivity über das Fahrzeug hinaus erlebbar zu machen. Ja, im Sinne des Community-Gedankens laden wir die NIO-User in unseren Marken- und Produktwelt ein und treten in den gemeinsamen Austausch. Gut, Community ist ja ein sehr stark strapaziertes Wort. Ich mache das ja auch immer wieder. Ne? An dieser Stelle auch mal Dankeschön an alle, die BEN-THG abgeschlossen haben. Am Freitag haben 7 Leute ihr Auto registriert. Also es war eigentlich die ganze Zeit tot. Ne? Einmal die Woche hat vielleicht einer sich registriert und plötzlich waren 7 Autos an einem Tag. Also da vielen Dank an all diejenigen, die das über BEN-THG machen. Ne? Das ist natürlich eine super Sache, hoffe ich für mich. Muss nochmal abwarten, wie viel dann pro Auto überhaupt hängen bleibt. Aber ich gehe davon aus, dass das wieder einen guten Beitrag leisten wird zu meinem Einkommen 2023. Nicht so wie 2000,
22, das geht auch nicht. Aber vielleicht kann ich wieder einen vierstelligen Betrag, einen niedrigen, sogar damit verdienen. Und das wäre ja klasse. Ein Argument für den... Michi? Achso. Ja? Ich wollte nur was zu dem Neo-Thema noch sagen. Ja, das sind wir ja dran. Ja, okay. Also, ich glaube, dass ENBW das macht. Einfach, können sie natürlich Strom gut an die verkaufen und haben dadurch vielleicht auch eine Auslastung. Und ich könnte mir vorstellen, dass für Außendienstmitarbeiter so eine Swap-Station vielleicht gar nicht schlecht ist. Und so teuer wie die Wagen sind, lohnt sich's ja auch wirklich nur eigentlich als Firmenwagen. Ja, ob das jetzt für Firmenwagenfahrer interessant ist, weiß ich nicht. Das mit dem Geld verdienen steht ja außer Frage. Und ENBW wird sicherlich auch das Land verpachten, was NIO dann nutzt. Ne? Wenn, ganz oft gehört das, glaube ich, auch ENBW. Hatten wir ja vorhin im Livestream auch. Hat auch, glaube ich, jemand geschrieben. Und dann muss NIO natürlich dafür bezahlen. Und sie loggen ja auch Kunden weiter in den Ladepark und es kann auch sein, ein NIO-Fahrer kommt, die Wechselstation ist besetzt und es gibt nicht genug volle Akkus und dann stellt er sich doch an die ENBW-Säule. Ne? Also ein Fehler für ENBW ist es wahrscheinlich nicht, wenn sie den Platz haben. Und die Anschlüsse haben sie ja sowieso. Also es ist ein Zusatzgeschäft. Aber es ist ein großartiges Zusatzgeschäft, ich weiß nicht. Dienstwagenfahrer, da müsste es halt viel mehr Wechselstationen geben, damit sich das für die vom Weg her lohnt. Schätze ich mal. Aber vielleicht schätze ich es auch falsch ein. Ne? Mal gucken, was ihr schreibt. Mal eine Frage an die Model Y-Fahrer. Gibt es vernünftige Ganzjahresreifen für die RWD-Version? Kann da jemand welche empfehlen? Fragt der Tobias. Also, der will sich ja ein Model Y kaufen. Ich weiß aber, ob er seinen EV6 verkauft hat. Volker schreibt, ein Argument für den Austauschakku ist ja, dass die Akkus dann schonend und auch netzstabilisierend geladen werden können. Da braucht man auch keinen Mittelspannungsanschluss, aber nur für einen einzigen Hersteller, das wird nichts. Die Argumente sind gut, Volker, das stimmt, das ist positiv, was du da nennst. Für einen Hersteller wird schwierig, das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Big Fun schreibt, grundsätzlich ist Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zur Konkurrenz ausschlaggebend und das wird auch so bleiben. Der Mainstream der Masse war noch nie High-End und wird es auch nie sein. Worauf beziehst du das? Auf die Autos, Big Fun? Ich weiß nicht, worauf du es genau beziehst. Marcel schreibt, das Problem ist zudem, dass die Schnellladeleistung bei NIO noch dazu schwach ist für den teuren Preis. Wie laden die denn? Mal gucken, ob man eine Ladekurve von einem NIO... Weil ich habe mich mit den Autos noch nicht intensiv beschäftigt, weil ich sie nicht testen darf. ET7. So. Sehen, ob es da Bilder gibt. Bilder. Gibt es da eine Ladekurve? Ich sehe jetzt nichts. Nee, da ist nichts. Nö, alle? Sind EV Database? Wie schnell können die in der Spitze laden? Gerade gucken. Schnellladeleistung 140 kW, wobei 40 bis 320 Kilometer in 31 Minuten. Das heißt, vielleicht hält der relativ lange diese Spitzenleistung, ne? Und das muss man ja sagen, der i4 kann zwar mit 205, 206 kW in der Spitze laden, aber das halt nur ganz kurz. Ne? Das werden wir auch wieder sehen, wenn wir mit dem Frank dann nach Bad Golsern am Hamburger See fahren. Und der Frank wird wieder schneller laden als ich vermutlich. So, 140 kW schreibt der Marcel, 130 kW schreibt der Exzesszahle. Ja, das kommt ungefähr hin. Netzentlastung, Holger, wie der Volker schon gesagt hat, da ist was dran. Der Tim schreibt, war doch heute bei Grip 10 auf 80 um die 50 Minuten im Winter und Akkutausch nur, wenn du diese gemietet hast. Okay, apropos Bentrg, wie kann ich das als Österreicher machen? Wie hoch ist der Betrag? Also den Betrag, hide my right, ne? Den weiß noch keiner. Du gibst ben-thg.at ein und dann gibt es, die Hersteller wissen es noch nicht, also die Anbieter, ne, die Höhe der Prämie hängt vom Marktpreis und dem Zeitpunkt des Verkaufs ab. Ich muss hier auch noch was ändern. Ich wollte das ja ändern lassen, dass man hier, ja, obwohl, man weiß halt nicht, welcher Betrag es wird. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, garantierter Betrag. Ne? Bei ben-thg.de hast du einen garantierten Betrag, der ist von 285 auf 265 gefallen. Habe ich auch keinen Einfluss drauf, außer, dass es bei mir einen Schnaps obendrauf gibt, als zu den normalen Tarifen von dem Anbieter, weil ich einen Teil der Provision an euch abgebe. So ist er da, Michi, ne? Love Channel, Family Friendly Channel. Ich weiß aber nicht, also bei den österreichischen Elektroautofahren ist es genauso, da gebe ich auch wieder einen kleinen Betrag ab, das sind aber nur ein paar Euro, ne? Weil viel gibt es da eh nicht für mich. Ne? Also es war bei geld4e-auto.de deutlich besser, da gab es ja richtig Schotter.
Das spielt aber keine Rolle. Auf jeden Fall, du meldest dich hier an und wirst durch den Prozess geleitet. Das ist wirklich super einfach, da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Du gibst deine Fahrzeugdaten ein, lädst, brauchst du nicht mal. Du lädst einfach Vorder- und Rückseite vom Fahrzeugschein hoch und schon geht alles automatisch. Also es ist wirklich absolut einfach. Kannst dann auch noch festlegen, dass du ein paar Bäume pflanzen willst statt Geld. Ich empfehle dir, nimm das ganze Geld mit. Und Bäume kannst du selbst noch pflanzen, wenn du meinst. Ne? Also es ist eigentlich einfach. Die meisten Leute loben die Oberfläche von ben-thag.at oder ben-thag.de, wobei ich gar nicht weiß, ob sich schon mal ein österreichischer Elektroautofahrer, ein österreichischer Zuschauer hier angemeldet hat. Ne? Kann ich gar nicht sagen. So, Tessa schreibt, der Kim, Leute, bitte nehmt Rücksicht auf Fahrer von Stellantis-Fahrzeugen, schreibt der Volker, 130 kW ist eine irre hohe Ladeleistung, ich bin froh, wenn ich mit 60 kW laden kann. Was kaufst du dir aus, so ein extravagantes Nischenauto, Volker, ne? Noki, dass in Deutschland die THG-Quote so gesunken ist, liegt aber daran, dass wir viel Kohle im letzten Jahr verbrannt haben. In diesem Jahr wird es ja hoffentlich wieder besser. Man muss es halt mal abwarten. Ne? So. Bitte Lego nicht beim Mikro spielen. Was? Lego nicht beim Mikro spielen. Ich spiele doch gar nicht Lego beim Mikro. Ach, du meinst wahrscheinlich das hier. Ja, das ist schon ganz schön laut. Ich mache es wieder zur Seite. Ja, generell auf die Autopreise, Ausstand etc., da ist NIO und viele andere einfach zu teuer. Vor allen Dingen ist es ein No-Name. Es ist keine Marke, die bekannt ist. Wenn BMW das macht, ist es schon grenzwertig. Wenn Mercedes das macht, ist es grenzwertig. Wenn Audi das macht, ist es grenzwertig. Aber die Hersteller gibt es seit Jahrzehnten. Die kennt man, die Namen sind geläufig. Der Papa hat so ein Auto gefahren, der Opa hat so ein Auto gefahren. Da weiß man, was man ungefähr kriegt, weil natürlich auch Probleme geben kann. Und dann kann man da auch mehr verlangen. Aber für eine Marke, die keiner in Deutschland kennt, außer in der Blase, ist es einfach too much. Ja, also ich kann beim MG4, Marcel, kann ich im Spätsommer nochmal anfragen. Die haben im Moment wohl noch keine Tester. Oder keine Tester für krummbuckliche Mikro-YouTuber. Für die Masse halt, wo sich dann so Ladestationen etc. lohnen könnten, schreibt der Big Fun, schreibt doch garantiert, achso, das haben wir schon, genau. Wann kommt endlich benthg.ch? Christoph ist im Moment noch nicht in Planung. Ich glaube, es gibt es in der Schweiz noch nicht. Aber wenn das kommt, dann kommt's. Ne? Nein, gibt es nicht für Luxemburg. Jacques, tut mir leid, den Jacques habe ich ja auch bei einer. Der Jacques, ich war. Was war denn das? Da war ich auf dem Weg nach Barcelona, Jacques, ne? Da war ich schon mit der Grippe ziemlich beschäftigt und da kommt auf einmal der Jacques auf mich zugelaufen. Da hat er gerade in Eichenzell am Rhönhof geladen, aber ich konnte mich halt nicht um ihn kümmern. Ich hoffe, er ist mir nicht böse, aber gut, wenn er jetzt wieder im Stream ist, ist er mir auch nicht böse, glaube ich. Zum Glück habe ich den Corsa geleast, sagt der Volker. Ja, zum Glück. Moin Mädels, schreibt der Markus. So, muss man schon sagen, darf man das noch, darf man das überhaupt hier noch als Emoji hier reinstellen? Ne? Ist das nicht schon diskriminierend? Ich weiß es nicht. Donoki schreibt, ich habe kürzlich Artikel gelesen, Auto zeigen, dass gebrauchte E-Autos wie Ladenhüter bei den Händlern stehen. Komisch, oder? Mobile.de gibt es auch immer mehr Angebote an Gebrauchten. Dachte, der Restwert wäre so hoch bei EVs. Ja, der Markt scheint zu kippen. Ne? Das merkt vielleicht auch der Tobias. Ich weiß nicht, ob er seinen mittlerweile verkauft hat, aber ich denke wirklich, ich hatte einfach brutales Glück. Theoretisch könnte NIO nach einem Software-Update zum Beispiel neue Akkutechnik wie Natrium-Akkus im alten Fahrzeug nutzen. Nur wirtschaftlich ist das für einen Nischenanbieter nicht realisierbar. Licker, das könnte theoretisch jeder Hersteller machen. Theoretisch. Ne? Ich soll es nicht übertreiben mit dem Gender in der Frage, sagt der Max. Nein, war nicht ganz ernst gemeint, Max. Ne? Ich mache mich ja ein bisschen drüber lustig. Was natürlich auch nicht in Ordnung ist, weil es da Leute gibt, die da deren Herzblut dran hängt. Ne? Übrigens ist mein E-Berlingo endlich da. Tolles Auto zum Ausliefern, kann ich nur empfehlen. Ja, Bäcker Mertes. Du hast mir mal leckeren Glaskuchen geschickt, aber keine Fotos und keine zwei Zeilen zu deinem E-Berlingo. Schreib doch mal gerade mit deiner Ausschrift auch drauf. Du hast ja bestimmt auch foliert. Dann kann ich das in den Ben noch mal bringen. Du wirst deshalb kein Stückchen mehr verkaufen. Aber dann sieht man auch mal, dass es auch Gewerbetreibende wie dich gibt. Ja, Bäcker, die noch richtig backen und nicht Fertigmischung von einem großen Hersteller kaufen, dass die auch E-Berlingo fahren. Schick mir doch bitte mal an reporter@brickin-elektro-news.de eine entsprechende Mail. Muss ich erst wieder gastig werden.
Also Tobias, hat noch ein paar Tage. Wir drücken alle die Daumen. Kia EV6 in Rodau, einer der günstigsten auf mobile.de, ist der vom Tobias. Kaufen, ne? Achso, zur Wechselstation fährt. Okay, das ist einfacher. Nico, du hast recht, das ist einfacher. Beim Biber wird das halt nicht funktionieren, aber der Biber könnte theoretisch... Was meinst du, was im Aftermarket in den nächsten 10 Jahren passieren wird? Für Nissan Leaf gibt es ja zum Beispiel schon mal Nachrüstakkus, da kannst du schon was machen. Und das wird es für alle Elektroautos geben, dass du eine modernere Batterie einbauen lassen kannst und auch deine Software anpassen lassen kannst. Ich bin da fest von überzeugt, das wird kommen wie das Amen in der Kirche. Der Aftermarket wird sich darauf einstellen, die Chinesen werden mit anderen Akkus kommen, es wird entsprechende Tuner geben, die das machen. Das kommt. Michi, nimmst du auch mehr zu Solar? Dann kommt Ende des Monats was von mir. Klar, das nehme ich dann vielleicht im Spätshoppen, Max. Ne? Immer her damit. Noki schreibt Backe, Backe, Kuchen. Sehr witzig. Folie ist ja noch nicht, aber ich schicke dir Fotos und 3 neue Sorten leckeren Glaskuchen. Du musst keinen Glaskuchen schicken, Bäcker Martens. Ne? Das ist nicht erforderlich. Wie war nochmal dein Vorname? Habe ich auch schon wieder vergessen. Bäcker Mertes übrigens. Moment, da gucken wir mal. Moment, da gucken wir gleich. Den finden wir ja. Bäcker Mertes. So. Moment. Wisst ihr, ich habe Bäcker jetzt wie Boris Bäcker geschrieben. Glaubt das? So, Bäckerei Mertes, Lisa Mosel. So, da haben wir es. Ne? Wenn ihr also mal Lisa Mosel seid, dann müsst ihr auf jeden Fall dahin gehen. So, jetzt gucken wir mal. Qualitätsversprechen. Moment. Unsere Mehle beziehen wir möglichst regional. Einzig unser Roggenmehl ist etwas Besonderes an der Mittelmosel. Wir verarbeiten das Urgetreide Champagner-Roggen aus dem Saarland. Sensation! Unsere süßen Backwaren werden mit Markenbutter hergestellt. Also nicht irgendwelche... Kann man auch Margarine nehmen? Ich kenne mich gar nicht aus. Einzig unser Mürbeteig enthält noch Pflanzenmargarine. Plundergebäcke, Buttercroissant und Laugenbuttercroissant werden mit bester Turierbutter hergestellt. So, das seht ihr das mal. So, jetzt gucken wir mal. Galerie. Das ist das... Guckt euch mal die Kruste hier an. Krieg schon Hunger auf Brot. Ich suche ja schon lange einen Bäcker, wo ich mal wieder so ein Bauernbrot... Aber wahrscheinlich verbinde ich es auch mit meiner Kindheit und suche deshalb nach einem Brot, was es gar nicht mehr gibt. Hier haben wir... ist das eine Königsrolle? Ich glaube, es ist eine Königsrolle. Mensch, das ist ja auch nicht... Hier haben wir ein paar Kreppel. Also zumindest heißen die in der Rhön Kreppel. Das ist eine Brotkruste. Nochmal eine Brotkruste. So, Moment, jetzt gucken wir mal, ob man den... So, finden Sie uns? Gibt es auch was über uns? Kontakt, Impressum, Spezialbrote, Datenschutz, Qualitätsversprechen, Schnickes. Mal Impressum. Dirk! Der Dirk Mertes, ne, Bäcker Mertes, der steht noch morgens früh in der Backstube und backt noch richtig. So. Dirk, okay. Hier, du darfst ja nicht das nicht übel nehmen, Dirk. Ich vergesse das immer wieder. Muss noch ein paar Wochen fragen wegen Daten, die noch nicht vollständig sind, aber dann kann ich dir was schreiben. Max, ganz in Ruhe, ne? Keinen Stress. Ich bin ja froh über jede Mail, die mich erreicht. Das sind Kreppel, keine Berliner. Berliner sind Menschen, ja? Ein Berliner ist jemand, der in Berlin wohnt. Und dann gibt es Berlinerinnen, ne, die in Berlin wohnen. Also du kannst doch nicht in Kreppel als Berliner bezeichnen. Da kannst du dir auch gleich Jägerschnitzel sagen. Das geht auch nicht, ne? Bitte versucht euch mal ein bisschen zu ändern und zu bessern. Der Ex-Westfale nennt sie auch Berliner. Der Max sagt auch, das sind Berliner. Ist ja unglaublich. Außerdem sind wir jetzt auch palmölfrei. Also auch da was für die. Das ist aber für die Umwelt, ne? Ich glaube, das sind Pfannkuchen und keine Berliner, wie oft noch. Wir können ja auch mal gucken, wie heißen Berliner. Weil das ist überall anders. Heißen Berliner. Die heißen Pfannkuchen. Krapfen. Dann gibt's Krapfen, Krapfen, Berliner. Da gibt es eine Karte dazu. Es gibt eine Karte, wo die wie heißen. Ich suche die gerade. Wie heißen Berliner Krapfen in Bundesländern? Und Pfannkuchen werden in der Pfanne gemacht. Hier. Nur nicht in Berlin. So, Freunde, ich habe es gefunden. Also, bei den Berlinern heißen sie eigentlich Pfannkuchen, ne? Die hier, das ist nördlich vom Ruhrgebiet ein bisschen, ne? Da heißen sie Berliner, dann hier heißen sie Kreppel. Siehst du, Kreppel? Ich hab doch Kreppel gesagt. Es gibt Krapfen, es gibt Faschingskrapfen, es gibt Bombolone, aber gut, das ist jetzt natürlich Boulet de Berlin, heißt es in Frankreich. Boulet de Berlin.
Hier heißt es auch wieder Krapfen. Also es ist, also Kreppel ist ja richtig, ne? Also bei uns heißt es halt Kreppel. Wir wissen, wie es richtig heißt. Ist schon krass, oder? Dass das so regionale Unterschiede gibt. Je nachdem, wahrscheinlich, wenn ich da in Berlin sage, ich hätte gerne einen Kreppel, sagen die zu mir, Gesundheit oder so. Also, die Berliner wissen ja nicht mal, was eine Frikadelle ist. Ja, wie heißen denn Frikadellen? Die heißen Buletten in Berlin, ne? Bei uns heißen die auch Frikadellen. Und woanders heißen sie Fleischklößchen, ne? Also es ist schon krass. Das Gleiche hast du auch mit Brötchen. Brötchen heißen auch überall anders. Ja, weg heißen die bei uns. Grundstück in Hamburg. Schrippen heißen sie, glaube ich, in Berlin, ne? Oder wo heißen sie Schrippen? Palatschinken oder Topfen, schreibt der Big Fun. Palatschinken habe ich auch schon mal gehört. Moment mal, Palatschinken, sind das Kreppel? Palatschinken. Palatschinken sind doch Pfannkuchen, oder? Das sind Pfannkuchen, ah. Die Berliner wissen, Fleischpflanzer, sagt der Licker, das sind dann wohl Kreppel. Weg. Ja, bei uns heißt es weg. Genau, der Chris hat eine Ahnung. Ne? Der kommt hier aus der Region, der sagt, oh, hol mal fünf weg. Hol mal fünf weg. Ne? Oder Frikadellen. Ja, Frikadellen, genau. Frikadellen weg. Semmel gibt es auch noch, das sind Bayern. Genau. Buletten gibt es bei uns auch, so heißen hier die stillenden... Okay, Christoph, ich gebe zu, der ist witzig, aber ich lese ihn nicht vor. Ne? Aber ich gebe zu, lest bitte den Kommentar von Christoph vom Hotbird 4711. Der ist witzig. Darfst du aber natürlich auch nicht vorlesen. Schrippen auch Hamburg oder Wecken? Aale, rote Wurst. Rote Wurst ist bei uns Blutwurst. Oder? Ich glaube, das ist Blutwurst bei uns. Weiß aber auch nicht hundertprozentig. Access-Faller sagt auch, der ist gut, genau, weg klingt, als ob jemand nicht Weg schreiben kann. Ja, aber es heißt halt bei uns weg. Was soll ich sagen? Ist so. Der Christoph ist wieder Daumen hoch. Jawohl, Aale Rode Wurst ist wie eine Salami. Hör mal, Aale Rode Wurst. Aale Rode Wurst. Ah! Heißt, das haben wir immer Fleisch. In Österreich nicht Tomaten auch irgendwie, wie heißen die da nochmal? Paradeiser. Paradeiser, genau. Also das würde bei uns hier Fleischwurst heißen. Aber bei anderen, das, was wir Kochwurst nennen, nennen andere wieder Fleischwurst. Ne? Guck, das hier ist bei mir Kochwurst. Seht ihr das? Das. Und das ist bei mir Fleischwurst. Aber beim Edeka heißt das hier Kochwurst. Ich weiß auch nicht. Hier auch. Kochwurst. Es ist also was völlig Unterschiedliches, hat aber den gleichen Namen. Oh, ich krieg Hunger. Oh Gott. In Berlin legen sie hartgekochte Eier in ein Glas mit Salzlake, lassen das monatelang in einer Kneipe auf der Theke stehen und Warnung für Menschen mit empfindlichen Magen, essen sie das, die essen verdorbene Eier. Wenn die da keinen Döner hätten, wären sie längst an Lebensmittel... Okay, Fleischwurst ist bei uns was anderes, schreibt der Max. Jordan schreibt Käse oder Wurstsorte mit U am Anfang. Aufschnitt, sehr gut. Kochwurst habe ich noch nie gehört in Bayern, ja, es... Bei uns ist Kochwurst halt diese Kunststoffwurst, ne? Also wo alle Reste reingemischt werden und das so lange durch den Mixer gedrückt wird, dass es nicht mehr als Wurst erkennbar ist. Wenn ich bei meinem Schatz in Thüringen bin, muss ich mich immer zusammenreißen, wenn sie Mettwurst sagen, aber Teewurst ist. Ah, okay. Deine Kochwurst heißt die gekochte, gibt es mit und ohne Knoblauch? Schreibt er vor, aber da sind wir ja fast auf der gleichen Linie. Der Begriff Aalewurst ist übrigens nun geschützt durch die EU. Das Produkt muss gewisse Anforderungen erfüllen, um so genannt zu werden. Okay. Kochwurst ist auch eine mettende für Grünkohl. Für eine mettende. Verstehe ich wieder nicht. Der Big Fan, der geht über meinen Kopf. Ne, der ist zu intellektuell. Oh, Thüringer. Ah, jetzt hört auf mit dem Essen. Ich krieg Hunger. Ich glaube, ich habe vom Otto, also von der Schwester, von der Luzi, hat mir der Otto Wurst mitgebracht. Und dann nehme ich mir jetzt nachher noch eine, weil die sieht ungefähr so hier aus. Aber ich werde wahrscheinlich übermorgen wieder einkaufen fahren. Dann fahre ich zum Teegut und hole mir dann nämlich so eine Schmierwurst, die aber auch schon so ein bisschen wie Fleischwurst ist, sich aber schmieren lässt. Da habe ich nicht das Problem mit dem Darm. Ne? So, habe auch Hunger. Der Max kriegt auch Hunger. Kochwurst dürfte bei uns Knacker oder Extrawurst sein. Nee, Knacker ist bei uns auch Knacker. Ich habe mir gerade eine Pastrami-Sandwich gemacht. Ach, jetzt ist Ruhe hier. Jetzt machen wir Michi Stütz, ne? Ich habe Hunger, Leute. Wegen euch habe ich jetzt Hunger.
So, wo geht's denn los? Da geht's los. Vor 3 Tagen, vor 31 Monaten, was? Vor 2 Stunden. Also, der Volker ist seit 31 Monaten Abonnent und das auf Stufe 2. Lieber Volker, thank you very much, das sind 3 Michi-Stütz. Der Christ, das ist zu weit. Dann der Kicker ist gefollowt, dankeschön, lieber Kicker. Der Thees ist im 26. Monat dabei, vielen Dank, lieber Thees. Beide haben nichts dazu geschrieben, thank you, doch. Der Volker hat geschrieben, guten Abend seit 31 Monaten. Vielen Dank nochmal, lieber Volker. Vielen Dank, lieber Thees. Dann hat der Christoph nicht nur einen Brüllerwitz heute gebracht, weil da muss ich wirklich sagen, das fand ich witzig, sondern hat auch 5 Community-Subs gegiftet. Da muss ich natürlich seine Witze auch witzig finden, ne? Sonst geht's ja nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you very much, lieber Christoph. Very appreciated in good times. Der Dieter hat 10 Bits gecheert und der Christoph nochmal 100 Bits einfach so hinterher. Thank you very much. Zusammen 110 Bits. Very appreciate good times. Der Peter hat im 34. Monat abonniert. Schreibt Nabend. Namen zurück. Thank you very much. Very appreciate good times. Der Nikon 74 hat nicht 5, nicht 6, nicht 7, nicht 8, nicht 9, sondern 10 Community Subs gegiftet. Vielen herzlichen Dank, lieber Nikon 74. Very appreciate good times. 10 Michi-Stütz. Hab gerade einen Wecken mit Leberwurst verdrückt. Leberwurst bin ich kein Fan von, Peter. Fleischwurst. Oh, was haben wir früher? Wir haben ja selbst geschlachtet, ne? Und der Josef hat uns immer die Schweine halt zu Wurst verarbeitet. Und die Fleischwurst. Ganz ehrlich, Peter. Ich habe nichts mehr gefunden, was da vergleichbar ist. Aber wie gesagt, es kann auch durch romantische Gedankengänge sein, dass ich das verkläre, ne? Und dass das gar nicht so gut war. Und dann hat man die, meine Mutter hat die dann teilweise heiß gemacht. An Weihnachten, Weihnachtabend war immer... da gab es dann Brot oder Brötchen und es wurde eine fette Fleischwurst in heiß Wasser gekocht. Ne, das Fett ist dann langsam flöten gegangen. Da hattest du dann nur noch praktisch das Wurstfleisch. Ne, hat ganz anders geschmeckt, als wenn du die so normal gegessen hast. Und da habe ich dann immer so eine halbe, dreiviertel Wurst in mich reingestoppt als Kind mit richtig Senf dazu. Ne? Oh, das würde ich so gerne mal wieder essen. Ne? Aber es sind wahrscheinlich auch die Erinnerungen an meine Mutter, die das Ganze... besser in der Erinnerung erscheinen lassen, als es vielleicht war. Ne? Aber das war bei uns, also Wurst hat man immer genug. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Und meine Mutter hat eigentlich auch die panierten Schnitzel, die eingefrorenen, erfunden. Ne? Wenn wir geschlachtet hatten, dann hat die immer 40, 50 Schnitzel genommen. Die hatte dann einen riesen Teller mit Eiern, ne? Die schon geschlagen, ne? Und einen Riesenteller mit Weckmehl. Und dann hat die sie erst durch das Ei gezogen, dann durchs Weckmehl hingelegt und dann immer portionsweise eingefroren. Und dann war sie immer schnell fertig mit den Schnitzeln. Und auch die Schnitzel von meiner Mama, die waren eine Sensation, wirklich. Und was sie auch gemacht hat, ne? Freitagsabends war Raumschiff Enterprise und sie hat dann, das war unser Abendessen, sie hat Kartoffeln durchgedrückt durch so einen Pommesmacher, ne? Da waren vorne so ein Gitter und da konntest du die durchdrücken und hinten kam Pommes raus und die dann in Öl gekocht oder wie heißt das, wenn da heißes Öl ist und du tunkst rein und dann haben wir zu Abend Pommes gegessen mit Ketchup. Das war unser Abendessen. So war das damals, ne? Ach ja, die gute alte Zeit. Hört doch endlich mal auf, über Essen zu reden und zu schreiben, Hunger. Der Exasphalte kriegt auch Hunger, genau. So, Nikon habe ich, dann der Hampus 01 hat 100 Bits gecheert, lieber Hampus, thank you very much, very much good times. Dann der Dr.BeatSamsung, müssen wir natürlich auch erstmal wieder einen Shoutout, ne? Der ist gerade mit dem Rindy unterwegs, ich weiß nicht, seid ihr noch unterwegs heute, habt ihr gestreamt? Ich glaube, die haben gestreamt, aber ich habe es wieder verpasst. Der Rindy besucht gerade den Frank, der Rindy ist ja auch ein Fellow-Streamer, mal sehen, habe ich den Rindy hier drin? Rindy? Die waren gestern unterwegs, die haben heute Disco gemacht. Disco. Also, und der Frank hat einen exquisiten Musikgeschmack und der Rindy geht immer ab wie ein Zäpfchen, wenn die beide Disco-Streams machen. Der danzt da ab und singt mit, also es ist Party ohne Ende. Der Rindy, der geht da voll aus sich raus. Rindy hat den Megane E-Tech oder wie war das genau? Der hat den weißen Megane E-Tech und ist damit nach Samsö gefahren. Disco, Altherrentanz, nee, da geht's richtig ab. Und da sind auch immer lecker Mädchen mit am Start. Das nur am Rande, ne? Also, da müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen beim Frank. So, Cobra Verde hat ein Abo verschenkt.
Thank you very much. Very pretty good times. Jetzt habe ich mir aber mal richtig auf die Brust gehauen. Dann hat der Don Carlos aka Thorsten 500 Bits gechirpt. 500! Thank you very much. Very pretty good times. So, der Hype Chain ist zu Ende. Oder? Ja. 700 Bits. Müssen wir uns aufschreiben. Ne? Wir nehmen natürlich wieder einen Zettel, den wir noch haben. Umweltschutz und so. Aua! 700. So. Dann hat der Peter... Moment, er hat er zweimal, dreimal? Oh, der Peter hat dreimal gecheert, einmal 100, einmal 100 und einmal 1000 Bits. Sind zusammen 1200 Bits, wenn ich richtig gerechnet habe. Hier, das tut mir weh, da habe ich, ich habe ja viel gehandwerkert letzte Woche und habe mir Leitungen überall hingelegt. Ne, im Heizkeller sind jetzt Leitungen, apropos Leitungen. Mal gucken, was die Zendur so macht. Ne, wir streamen jetzt schon eine Weile. Mach die gerade mal aktuell. Boah, das ist krass. Wir streamen jetzt seit ein paar Stunden schon. Ne? Seit, also ich habe den PC und die Lichter an kurz vor 8. Ne? Und jetzt haben wir auch fast 12. Wir haben noch 71% im Akku. Ne? Ich kann noch 10 Stunden weiter streamen aus dieser Powerstation. Das ist einfach Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn. So. Wo waren wir? Genau, hier waren wir. Bo. Der Philipp hat 10 Bits gecheert. Vielen herzlichen Dank. Very appreciated in good times. Und der Tim hat einmal Ionity-Laden springen lassen. Vielen Dank, lieber Tim. Very appreciated. Ich weiß nicht, auf der Rückfahrt wahrscheinlich. Ne? Auf der Hinfahrt wollen wir, glaube ich, ENBW, damit das auch für den Frank, weil er muss seinen Strom selbst bezahlen. Bis vielleicht auf die letzte Ladung und die erste Ladung. Ne? Mal sehen, ob er es annimmt, aber das habe ich eigentlich so eingeplant. Und weil er wäre sowieso zum Treffen gekommen, ne? Das nur als Info. Freiwillig. Ja? Der ist also auch 3 Tage in Bad Golsern am Wörthersee. Und da lassen wir es uns ja mal gut gehen. Ne? Und der Erich, der Gary, die Jacqueline, der Frank und ich, also 5 Leute, sind in einer Proletarier-Unterkunft. Wir werden sicherlich morgens auch schön ausführlich zusammen frühstücken, ne? Und dann haben wir die Bettina, den Christoph, die Luzi, den Christoph und den Otto. Die sind natürlich in einer Luxusherberge. Die haben also eigene Köche jeweils auf dem Zimmer. Die werden dann also auch separiert voneinander frühstücken, ne? Weil, wie gesagt, jeder hat seinen eigenen Koch. Und dann wird auch jeden Morgen am Frühstück erstmal stundenlang massiert. Und dann hoffe ich, dass sie nachmittags vielleicht mit uns Proletariern was zusammen machen, ne? Das muss man halt abwarten. So, Hausschlachtung fand ich immer ganz toll. Ich darf Fleisch essen, ich weiß, woher es kommt. Ja, Hausschlachtung ist schon, ne? Wenn du da einen Metzger hast, der es drauf hat, oh, wenn ich an die Fleischwurst denke, Leute. Ich habe ja früher als kleines Kind habe ich auch gern Blutwurst gegessen. Das war meine Lieblingswurst, bis ich mich mal überfressen habe und mich im Kindergarten übergeben habe. Und seitdem kann ich an Blutwurst nicht mehr ran. Ich erinnere mich da noch richtig dran, wie das gewesen ist. Da war ich 4, 5, 6 Jahre ungefähr vielleicht alt und ich erinnere mich heute noch. So, meine Photovoltaikanlage aus 2003 wurde auf senkrecht neu gebaut. Bin gespannt, was das im nächsten Winter bringt. Ach, hast du die abbauen lassen, die Module, und hast sie jetzt woanders aufbauen lassen? Das ist ja bei mir auch. Ich habe ja auch. Das wird gut, Peter. Das wird gut. Verlass dich drauf. Da werden wir beide miteinander uns austauschen, werden sagen, hier haben wir alles richtig gemacht. Bin ich fest von überzeugt. Und die Module kommen nicht weg und sie schützen ja auch nochmal die Fassade. Weil Wind, Regen, ne, wird von der Fassade abgehalten. Also hast alles richtig gemacht. Band-THG wurde erfolgreich beantragt. Das ist auch eine Michi-Stütz-Wert. Ja, da mache ich heute mal, komm her, ich mache einfach pauschal heute mal 5 Michi-Stütz extra. Für die ganzen THG-Quoten. Vielen herzlichen Dank dafür. Ne? Ich gucke gerade mal, ob ich das irgendwie getrennt sehen kann. Das gucke ich jetzt mal. Also vielen Dank, halt mal right, ne? Ich guck mal, ob ich das in meinem Portal sehen kann. Ich sehe halt auch noch nicht, wie viel Provision ich dann tatsächlich bekomme. Also ich sehe, es wurde was abgeschlossen, aber hier steht 20 Uhr. Also es wurde um 20 Uhr heute was abgeschlossen. Aber ich sehe jetzt nicht 22 Uhr irgendwas. Aber ich weiß halt auch nicht, ob hier Österreich schon mit dabei ist in der Ansicht. Ne? Da muss ich die vielleicht mal anschreiben. Ich schreibe die mal an, ob Österreich hier mit dabei ist. Wenn ich das nicht später sehe, halt mal right, dann gehe ich da hinterher. Wenn du das gemacht hast,
dann müsste ich das nämlich sehen, wenn du dich neu auch angemeldet hast, selbst wenn du noch keinen Kfz-Schein eingereicht hast. Also vielen Dank an jeden, der das macht, ne? Weil das hilft mir auch wieder ungemein und meine Views sind im Moment absolut im Keller wieder mal. Aber das sind auch immer mal wieder Wellen. Also ich mache mich im Moment noch nicht verrückt, ne? Weil es kann auch wieder sein, es geht wieder in die andere Richtung. Das ist im Moment, vielleicht gucken die Leute nicht so viel. Welche Strecke fährst du? Kommst du über Passau oder A94? Der Frank hat da mittlerweile was geplant. Ich hatte gesagt, ich will über Passau fahren. Ich meine, es wäre Passau, also nicht München, sondern hintenrum. Moment, jetzt muss ich mal weinen. Ach, der Otto hat mir geschrieben, die Wurst ist von seiner Schwester, ne? Nicht von der Schwester von der Luzi. Ganz wichtig. So, das vom Frank. Das hier, ich lade das aber runter, nicht, dass ich versehentlich jetzt hier auch wieder was zeige, was ich nicht zeigen darf, ne? So, so. Also, so hat es jetzt der Frank vorgeschlagen. Ist halt ENBW, ne? Zweimal ENBW, ich weiß nicht, was er hier hat, ne? Ob das das Ziel ist, oder ist das die Österreich? Ah, nee, ich glaube, da müssen wir anhalten wegen Maut, muss er da noch kaufen, ne? Aber wir fahren über Passau. Weil München wollte ich nicht unbedingt. Er wollte erst München und dann hat er gesagt, komm her, das hier ist doch eine gute Strecke und dann laden wir halt bei ENBW. Ne? So, aber in Eichenzell wollen wir auch auf 80% aufladen, beide. Und, oder vielleicht auch auf 90, mal gucken. Und dann machen wir das bei IGIT. Wenn es so weitergeht, hole ich mir was zu essen. Ja, es ist Wahnsinn. Ne? Man kriegt Hunger, wenn man drüber redet. Alles klar, gib mir Bescheid, wenn es geklappt hat. Halt mal right. Schreib mir vielleicht nochmal eine Mail an reporter@breaking-elektronews.de. Wenn du Lust hast, dann gebe ich dir eine Rückmeldung, ne? Sonst vergesse ich das wieder. Ihr kennt mich, Leute. Ich meine das ja nicht böse, wenn ich Sachen vergesse, sondern ich bin nicht in der Lage, mir auch Namen zu merken. Es ist echt katastrophal und ich gebe mir so viel Mühe. Und wenn dann Leute öfter im Discord sind, ne? Wieder Christoph, wieder Klaus, wieder Otto, wieder Erich, ne? Dann merke ich mir das auch. Aber sobald dann wieder ein halbes Jahr rum ist, ist wieder alles weg. Es ist unglaublich. Zum Glück nicht die... Ja, Noki, nein, ist von seiner Schwester und die... Wollt ihr sie mal sehen? Wollt ihr die Wurst mal schnell sehen, wo wir jetzt das Essen hier haben? Und ich zeige euch gerade mal die Wurst. Oh, die ist echt lecker. So, die war auch eingeschweißt, ne? Ich hoffe, die hält sich noch ein bisschen. Zeigt seine Wurst, Kinder abschalten. Nein, die Wurst von der Schwester vom Otto. Die haben scheinbar eine Metzgerei. Ist natürlich jetzt in der... Hä? Die ist echt, die ist wirklich gut, die Wurst. Also da waren 4 Stück drin, die er mitgebracht hat, ne? Und alle 4 oder 3 sind schon weg. Ich versuche mir die einzuteilen, ne? Weil das ja was Besonderes ist. Also ich esse immer nur eine halbe, schneide mir das schön in Scheibchen und dann aus Brot und auch kein Senf und kein Ketchup, sondern einfach nur die Wurst, weil die echt lecker ist. Wie gesagt, Flur, Gönder und selbstgemachte Bandnudeln. Die ist wirklich lecker. Ah, ich habe Hunger, Leute. Aber ich darf nicht. Ich werde ja immer fetter. Aber ich mache mir dann auf jeden Fall noch was zu essen. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Gut, Leute. Wir werden jetzt Michi Stütz abarbeiten. Was heißt wir? Ich. Fluggönner, genau. Reicht jetzt mal mit Futter ab. Zahnschmerzen und jetzt auch noch Hunger. Oh, Johns, das tut mir leid. Zahnschmerzen ist immer kacke. Hau dir Ibuprofen rein. Das hilft. Das Kopfsache, Hauptsache bei mir, Max. Der Körper hat genug zum Bedienen, sagt der Noki. Okay. Ach, dann Noki ist am Fasten. Oh, das ist jetzt unsensibel von uns gewesen, ne? Ach, du großer Gott. Du fastest mit nichts essen? Es geht ja gar nicht, ne? Könnte ich nicht. Würde ich nicht hinkriegen. So. Zur Seite. So. Auf geht's!
wieder abgearbeitet, ne? Gut, Freunde. Jetzt ist die Frage, oh, ist schon erledigt. Der H1 hat Punkte geopfert, um Noki nach 10 Liegestützen bräuchte ich einen Notarztwagen. Ach Quatsch, ja gut, weil du gefastet hast jetzt, ne? Dann ist ja klar, dass du da ein bisschen zu kämpfen hast, ne? So, also die Emily McVicker ist wohl online, dann nehmen wir die auch. Mal gucken. Jawohl, sie streamt. Das heißt, die können wir nehmen. Dann sind wir durch mit dem heutigen Stream. Lieber Chat, wollt ihr mal Tschüss sagen? Lieber Discord. Gute Nacht, Chat. Allen eine gute Nacht. Gute Nacht, Chat. Gute Nacht. Jetzt ist der Albert auf einmal wieder normal Lautstärke. Hast du was geändert? Nö. Krass. Okay, also lieber Discord, vielen Dank fürs Mitmachen. Lieber Chat, vielen Dank fürs Mitmachen. Wieder vielen Dank an alle, die mich unterstützt haben. Vielen Dank für BenTHG etc. etc. Ohne euch wäre das hier nicht möglich. Wir reden also rüber. Kanal reden. Emily McVicker, es geht los. Die ist am Essen. Die isst gerade. Das ist ja klasse. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Also ich mache mir jetzt noch was zu essen. Sonst komme ich nicht über die Nacht. Gut, Freunde. Ich sag tschö mit Ö. Man sieht sich. Bleibt gesund. Tschüss.